Guten Morgen, liebe Freunde. Heute mal ein Vlog von meinem Handy, denn heute passiert was Besonderes. Wir gehen heute die Katzen abholen. Also Bart ist auch schon da. Bart, sag mal hallo. Hi. Wir fahren heute die Katzen abholen. Das ist ein kleiner Trip, weil das in Dillenburg ist. Und Dillenburg ist so 5 Stunden Autofahrt entfernt. 6 Stunden. Wir fahren also erstmal 4 Stunden mit dem Zug nach Frankfurt und dann nochmal 1 Stunde nach Dillenburg, holen die Katzen und fahren dann 6 Stunden mit dem Auto zurück nach Berlin. Ah, ich bin mega aufgeregt, weil die mich natürlich auch ein paar Wochen nicht gesehen haben. Ihr wusst ja, dass ich dann so ein kleines Piss-Problem hatte und deswegen habe ich sie ja zu Anja gegeben, mit Anja so ein bisschen checkt, was so ihr Problem ist und warum sie sich so kacke mir gegenüber oder so pissig mir gegenüber verhält. Und ja, jetzt holen wir sie ab, aber wir holen nicht nur Maren und Jan, sondern wir holen auch das neue Babykätzchen ab, Finn. Damit habe ich jetzt einmal eine Katze nach allen Charakteren von Jan die Kamikaze, die bin benannt und ja, kann glücklich sterben. So wie dazu, wir fahren jetzt los und Handyvlog. Auch nie Handyvlog gemacht, wird cool. Und die Katzen waren das richtig cool geworden. Schaut mal, wie geil das geworden ist. Ich finde, das kann sich richtig zeigen lassen. So, dann können die da oben noch klettern. Mal gucken, ob ich noch was mache. Ich habe noch ein paar mehr von diesen Elementen. Aber ich finde es richtig gut geworden, Alter. Mega. Boom. Seit der Aufnahme eben sind ein paar Stunden vergangen. Wir sind nämlich 4 Stunden Zug gefahren von Berlin nach Frankfurt. Jetzt sind wir in Frankfurt in einem Mietwagen. Yay. Mit diesem Mietwagen fahren wir jetzt 1 Stunde nach Dillenburg zu Anja. Holen dann die Katzis und fahren dann 5 bis 6 Stunden. Boah, ich sehe aus. Zurück nach Berlin. Hast du Bock? Ja. Aber das Gute ist, wir haben bei Ditch Pizza geholt und Crepe beim Crepe-Stand. Okay, ich sehe gleich bei der Katze, ich bin mega aufgeregt. Die hassen mich nicht. Bitte wenden. Bitte wenden. Wir sind jetzt bei Anja angekommen und jetzt geht's rein und dann holen wir die Katzen. Ich habe so Angst, oh mein Gott. Ich schwöre, wenn die mich nicht erkennen, dann weine ich. Aber vielleicht ist es normal. Ich frage mich manchmal, haben die auch an mich gedacht, wie ich an sie gedacht habe? War noch nie so lange getrennt. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, war ich richtig lange weg. Da war Gamescom und da war ich nach dem Urlaub und da haben wir uns irgendwie 3 Wochen oder so nicht gesehen. Und jetzt haben wir uns, ja, auch wieder so 3, 4 Wochen nicht gesehen. Also ich habe so Angst, dass die mich vergessen haben. Hallo Anja, wir filmen wieder, weißt du Bescheid, ne? Ja, ja. Hi, hi. Ich bin so aufgeregt, Anja. Ich würde dich am liebsten drücken. Ja, gefühlt gedrückt. Ja, ganz gefühlt gedrückt. Dann doch nicht. Ich wollte jetzt eigentlich nur die Kleine einfach und der Doktor wollte nicht. Hi, Pausi. Ja. Jetzt geht's gut. Na? Ja. Oh. So tiny. Das ist die neue Mama. Ich bin deine neue Mama. Wirst du sie vermissen? Ja, werde ich. Sie schnurren. Sofort, sofort. Kannst du sofort hochnehmen, die ist so lieb und so süß und so gierig. Und ist jeder Katze, die ich aber total lieb. Wie ist das? Kann die 5 Stunden, 6 Stunden im Auto sein? Ja. Das ist kein Problem. Ist das ein Kippenhaus oder so? Schnurrt sofort, wenn du sie anguckst. Die habe ich dir jetzt nochmal neu rausgeteilt, weil die liebt das. Ich habe oben so eine gebrauchte, da liebt in der Küche, wenn die Sonne reinkommt. Und die schenke ich dir. Oh. Weil das ist so die, und die ist ja süß, weißt du, eine Kuscheldecke. Jetzt zu meinem Großen. Da ist sie vor kurzem noch bei mir oben. Mhm. Weißt du, da habe ich dir auch immer Videos gezählt, gezeigt, wo das Laufrad und so auch drin war. Na? Das ist der Hammer. Ach nein. Ja, mein Schatz. Also die erkennt mich sofort. Ja, nee. Komm mal her. Komm hier, meine Arme schon. Doch, komm mal her. Du Kleine. Anni war vorher die ganze Zeit wirklich aufgeregt. Aber schön. Ja, aber das habe ich nicht gelesen. Und gerade die zwei, die sind hochsensibel, die zwei. Also die mögen keine Veränderung oder so, finden die nicht so toll, die zwei. Sie mögen mich, glaube ich. Dank, sie ist. Ja, Mama, da Gott sei Dank. Ja, gut. Gott sei Dank, ne? Aber besser als du dir vorgestellt hast? Ja, ich dachte, ich komme rein und wir sind so. Die kleine Mause. Sie ist so groß geworden, ne? Oh Gott. Ist gewachsen. Ich finde sie so klein. Und die wird immer schöner. Guck mal, jetzt an der Seite kommt diese Zeichnung raus. Weißt du? Na, jetzt sind sie schon dick. Guck mal da. Nee, das ist nicht schlimm. Aber guck mal.
Nee, das ist, sie muss ja zeigen. Weißt du, sie ist ja die Ältere und muss zeigen, hier meine Klappe. Aber siehst du, sie geht dann und sie hat überhaupt keinen Schiss hier. Muss aber kurz hier hinkommen, muss sie sich mal Schutz suchen. Hat sie dich angefaucht? Das ist aber nicht schlimm, ne? Wie süß war das gerade, dass du so ganz nah rankommst, ja, riechst und dann schnuppelst. Was war das? Das gibt deine Freundin. Das kannst du noch gar nicht glauben, ne? Nur das wollte ich dir hier, ich hatte die ja immer ein paar Tage immer länger zusammen, aber es war für die zwei so ein Stress, für deine zwei, dass ich gesagt habe, dann lieber bei dir, wo viel Platz, wo du dabei bist, weißt du. Du kommst jetzt mit zu mir nach Hause. Ich habe dir alles erholen. Dann komm mit in dein neues Zuhause, Nasi. Ich habe bald die Katzenfarm zu Hause. Ein weiterer erfolgreicher Schritt Richtung verrückte Katzenlady. Na, Maus. Wird großartig, na komm. Hey, fahren jetzt erstmal, ne? Cool, 6 Stunden, wow. 6 Stunden mit diesem Miau. Let's go, Baby! Okay, wir sind jetzt im Auto. Katzen im Hintergrund. Ja, Süßi. Oh, das ist die Kleine, die miaut. Mein Gott, ist mein Herz zerbricht bei diesen Katzengeräuschen, ne? Das ist ein Albtraum. 6 Stunden Fahrt, let's go. Aber wie viel Uhr haben wir jetzt? Spät. 18 Uhr, 19 Uhr? 18 Uhr, 20 Uhr. Ja, wir kommen was um Mitternacht, 12:30 an. Super, großartig, das hat geschneit. Wenn alles läuft. Wenn wir richtig Glück haben, haben wir noch einen fetten Stau auf der Autobahn. Toi, toi, toi. Ich mache mal gleich ein Update, ne? Alles. Autopiepskatzen schreien. Ja, Kleinis, wir sind zu Hause. Jo, jo. Hey Leute, mittlerweile sind ein paar Monate vergangen und die Katze und ich haben uns eigentlich ganz geil eingelebt in dieser Wohnung. Es war wahnsinnig viel Chaos immer und dann ging es den Katzen schlecht und dann waren sie krank und das war alles wirklich sehr nervig, aber mittlerweile ist alles wieder halbwegs gut. Und deswegen dachte ich, ich gebe euch ein kleines Update. Wir haben uns hier ganz gut eingelebt. Jeanne und Finny verstehen sich mittlerweile richtig gut. Maron und Finn streiten jeden Tag. Maron will immer spielen und greift Finn so an, auch so ohne Krallen, richtig süß. Und Finn ist immer so... Das ist immer so mega Angst, wenn sie angegriffen wird. Aber es ist sehr süß. Finn hat sich entpuppt als eine wahnsinnig süße Katze. Sie ist so süß, oder? Sei ehrlich. Ja. Sie ist so übel anschmiegsam und will immer kuscheln und ist so richtig süß. Und egal, wo ich hingehe, die kommt dann so in den Raum und legt sich so einfach so neben mich. Kommt auch ganz auf dem Stream auf meinen Schoß gesprungen, was sehr süß ist. Manchmal nervig, öfters süß. Bin sehr froh. Falls ihr noch Bock habt, mehr Katzen-Content zu sehen, lasst doch ein Like da. Ein Abo würde ich mich auch freuen. Und natürlich einen tollen Kommentar, in dem ihr mir sagt, wer eure Lieblingskatze ist. Die werden sich freuen. Und dann küren wir die Lieblingskatze mit einem Foto, was größer ist als das Foto der anderen Katzen. Mein Gott, stell mal vor, so Mama-YouTuber würden sagen, so, hey, schreibt in die Kommentare, welches Kind ihr am süßesten findet. Ciao, ciao. Voll mies. Na gut.